Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Field of Glory Empires. Eine Sache wollte ich gerade eben nochmal machen, bevor wir jetzt hier weitermachen. Ich habe immer so das Gefühl, dass das Ganze hier ein bisschen zu laut ist, hier die Soundeffekte. Die nehmen wir mal ein bisschen runter. So, in den Schlachten geht der Pegel immer irgendwie so an den Anschlag. Ja, die Etrusker haben aufbegehrt. Ich bin der Meinung, wir ändern das jetzt mal so ein bisschen. Wir haben hier nochmal in Arnus eine weitere Bevölkerungseinheit erhalten, was eine coole Sache ist. Ankerplatz wurde in Arnus ebenfalls gebaut. Da bauen wir jetzt inzwischen jetzt im Anschluss jetzt hier den Schmied. Das bedeutet jetzt aber auch, meine Damen und Herren, dass wir Schiffe theoretisch bauen können. Wir haben hier keinen angemessenen Hafen. Wir können ja noch keinen. Genau, hier wäre ein Hafen. Das hier wäre ein Schiffshafen. So wie hier. Hier können wir Schiffe bauen. Zack. Genau, hier die leichten. Die mittleren und die schweren Kriegsschiffe können wir nicht bauen, weil der Hafen nicht groß genug ist. Aber wir haben jetzt schon mal hier den Grundstein für einen Hafen gelegt. Das ist das hier, dieses Zeichen hier. Das ist hier so grundlegendes Plitsche-Platsche-Gedöns gemacht wird, sage ich jetzt mal. Ne? Also was steht drin? Erlaubt das Ein- und Aussteigen ohne Einbußen bei der Effektivität, aber in einem langsamen Tempo, bietet etwas Einkommen und kostet keinen Gebäudeplatz. Mit dem Ankerplatz können keine Schiffe gebaut werden, dafür sind ein Hafen oder eine Werft nötig. Also ihr seht, unsere Truppen können dadurch leichter wassern. Im Übrigen, Armeen können ohne Probleme wassern, die können einfach auf den Ozean, wie sie lustig sind. Aber ihr seht, es ist günstiger, von den Bewegungspunkten her, wenn man hier einen Hafen bzw. einen Ankerplatz hat. Ansonsten, das ist halt nicht so geil. So, das hier lassen wir einfach mal sein. Wir fallen jetzt hier in diese Region ein und verteidigen sie. Ah, die hauen ab, wie ihr seht. Die haben sich zurückgemacht. Das hilft ihnen jetzt aber einen Scheiß. Denn wir sind trotzdem da und fallen über sie her wie die Krähen. Warum haben wir eigentlich einen Adler als Symbol unseres Reiches? Ich hätte gern so eine Krähe. Wisst ihr, dass der Gegner auch gleich weiß, was ihm blüht? Der Aasvogel Europas sozusagen. So, das wird mit dir blühen, mein Freund. Oh, sind erfahrene Truppen, wie ihr seht, ne? Aber wenn sie erschöpft sind, ja, ist der Mindestwurf für sie halt einfach nicht wirklich gut. So, dann können sogar die Allied-Truppen bei uns mithalten. Das dürfte auch ein easy Move werden. Ich klicke das jetzt einfach mal schnell durch. Auch besiegt, besiegt, besiegt und besiegt. So, damit bei der Verfolgung war der Kollege hier ebenfalls raus. Und unsere Truppen sind komplett fit. Die haben sich also quasi in der Zeit, wo sie rumgelaufen sind, fröhlich wieder aufgefrischt. So, wir nehmen jetzt hier das Etruskische ein. Oh, was ist die Helvetii? Holla, die Walfi, die Helvetii. Wo kommen die denn her? Die Helvetier. Oh, wir sind auf Platz 31. Wir haben 18 Punkte. Ich liebe es. Oh. Wir stehen von den Toten auf. Oh Gott, wir haben aber wieder hier einen Platz minus gemacht. Im Kultur- und Dekadenz-Verein. Oh Mann. So, mit den Eduli tue ich jetzt hier erstmal mich austauschen. Das ist gut. Allianz ist eine geringe Wahrscheinlichkeit. Die Helvetier haben uns jetzt den Krieg erklärt. Schön! Dann wissen wir das jetzt auch. Die Massalier helfen uns dabei. Das ist super. Ich mag die Massalier. Neue Entscheidungen. Diktator ernennen. Nee, geht übrigens nicht, weil tatsächlich die Feinde nicht mehr so zahlreich sind. Ich würde das auch nicht nochmal machen. Ihr habt ja gesehen, was da los ist. Wir stürmen jetzt hier die Bude. Und werden danach hier weitergehen. Hat unsere Armee jetzt hier quasi schon mal diesen Marschbefehl erhalten. Und wir gucken mal, was wir gebaut haben. Hier Rednertribüne in Emilia. Sorgt auf jeden Fall schon mal hier für ein bisschen mehr Kultur. Ihr seht auch quasi, dass die Loyalität jetzt hier so nach und nach steigt. Die Leute werden auch immer mehr zu Italern. Das ist eine Taverne. Bedürfniswein, Handel erforderlich. Das ist drin importiert werden. Ich mache jetzt erstmal hier andere Dinge. Wir machen jetzt erstmal hier klares Wasser. So für klare Verhältnisse. Rüstungsschmied wurde in Latium gebaut. Oh ja, yeah. Ihr seht es, jetzt müssen wir hier schon durchschalten, um das alles hier anzuschauen, was wir jetzt hier in Rom alles schon gebaut haben. Inzwischen haben wir wieder Wachstum. Apropos Wachstum. Die Ölmühle will ich machen. Dann machen wir nämlich nicht nur Nahrung und Gesundheit, sondern produzieren auch noch Olivenöl. Ich lese ja auch ganz, ganz kurz den Text. Günstiges
stufiges Gebäude. Ich wollte schon Olivenöl sagen, so was. Oh, günstiges. Lidl und Aldi Olivenöl. Kleiner Scherz. Günstiges, niederstufiges Gebäude, das auf warmes Klima beschränkt ist. Es produziert auch Olivenöl, das von Tavernen, Garumläden und Messegebäuden für zusätzliche Boni verwendet werden kann. Ich finde es immer toll, dass es so mit drin steht, dass man es auch gleich weiß. Ne? Unterstützt die Gesundheit der Bevölkerung durch einen kleinen Gesundheitsbonus. Oh, oh, Waffenherstellung. Egal, ich möchte erstmal, dass die Leute hier auch in Rom in Olivenöl baden können. So, das Salzhaus wurde in Kampanien fertiggestellt. Sehr gut, das heißt, die machen jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Nahrung. Dadurch gibt es jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Wachstum. Und wir wollen jetzt hier den Großhafen machen. Hat das Bedürfnis nach Hanf, aber wir können es aus Picenum hier für 2 Gold importieren. So, machen aber dabei trotzdem noch netto dann immerhin noch 4 Gold. Läuft. Er braucht halt eine Weile, bis er fertiggestellt ist. Ja, das machen wir aber auch tatsächlich. Wie gesagt, das ist das Gebiet, womit ich das hier eigentlich machen will. So. Wir haben den Etruskern schon ein bisschen Verluste zugefügt. Sehr praktisch für uns. Etrusker konnten während der Belagerung von Aretium. Achso, das war hier. Die haben hier eine Bresche geschlagen. Da kamen wir gerade noch rechtzeitig. Hohohohoho. Ja, und das ist alles nicht so wirklich wichtig. So, nächste Runde. Warte mal, gucken wir mal. Vielleicht ist Tarentum vernünftig. Will uns nicht den. Will vielleicht mit uns Frieden schließen? 24% Chance. Nein. Wenn ich mit denen hier oben fertig bin, komme ich auch noch zu euch. Werde liebend gerne bei euch vorbeischauen. Ich hätte auch gerne noch mehr Truppen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die müssen jetzt erstmal momentan noch reichen. Bin ich inzwischen einen besseren General? Außer der hier hat Flankiere. Angriffsbonus plus 1 für den ganzen Stapel. Ja, was? Ich nehme mal den Piktor. Gucken wir uns mal den anderen Typen an. Frage mich, ob der flankieren kann, auch in einer solchen Schlacht. Oh, wir haben die Stadt gar nicht angegriffen. Wie doof ist das denn? Ah, okay, das war jetzt natürlich ein Fail. Egal, jetzt gucken wir mal, wie der Piktor sich schlägt. Ja, okay, das ist jetzt nicht gerade repräsentativ. Ist mir auch klar. Aber wir sehen jetzt hier, wir haben den Bonus hier Flankiere mit am Start. Das heißt, wir haben schon mal einen Grundwert von 9. Oh, der ist ja mega gut für unsere Aktion. Dadurch, dass wir angreifen, ist der Piktor sogar besser als der andere. Der Kampa oder wie auch immer der heißt. Ja, bäm, tot, erledigt. Helvetier haben schon ein Gebiet jetzt hier eingebüßt. Denke, dass ich, ich brauche das nicht angucken. Ich sollte vielleicht erstmal die Armeen der Helvetier schlagen und dann kann ich die etruskische Festung einnehmen. Ich muss mir das gleich nochmal angucken. Wir haben nämlich hier 45 Mann. Lass uns da reinmarschieren, dann hier reinmarschieren und dann hier auf diese Festung marschieren. Es dauert 3 Runden, aber das ist jetzt hier der Plan. Das ist der Plan. Keine Ahnung, ob er gut ist. Klares Wasser wurde in Amelia gebaut. Wir bauen Wasser. Nein, wir zapfen es nicht an, wir bauen es. Ja, das heißt also, dass wir jetzt hier auch einen Bonus auf die Gesundheit haben. Das heißt also, wir haben einen Rabatt auf das Bevölkerungswachstum. Sumpfentwässerung. Für ein niedriges Gebäude sehr teuer. Kann nur in Sümpfen und Mooren aufgestellt werden. Sorgt auch für einen Gesundheitsbonus. Hier hätten wir noch den Küstenmarkt. Oh, der Küstenmarkt ist. Ach, hier fehlt aber Fisch. Ah, das ist doof. Wir sehen, dass wir den Fisch woanders nicht her exportieren können, denn wir brauchen ihn in den anderen Gebieten selbst. Ihr seht also quasi, man kann das nicht beliebig machen. Öffentliche Arbeiten. Lasst uns ein Gestüt bauen. Macht auch noch mehr Nahrung. Pferdesalami und so. Tiberius gibt es eine neue Bevölkerungseinheit. Bauernhof für den Aternus abgeschlossen. Jetzt gibt es ja auch mal endlich ein schnelleres Bevölkerungswachstum. Und wir schießen hier den Obstgarten. Ne, wir machen jetzt hier auch das klare Wasser. Oh, guck mal, da gibt es auch noch Marmorbruch. Wir machen aber trotzdem erstmal hier das klare Wasser. Kampagne, gibt es noch mehr Bevölkerung. Während der Belagerung, ja, das sind alles jetzt nicht mehr so wichtige Sachen. Wir beenden diesen Turn. Und unsere Legionen ziehen jetzt hier ins helvetische Gebiet hinein. Oh, das da unten ist ungünstig.
Ja, da können wir nichts machen. Tarentum geht in die Offensive. Der Zwei-Fronten-Krieg wird langsam aber sicher zu einer teuren Angelegenheit. Hier kommt es jetzt zur Schlacht. Das schauen wir uns natürlich an gegen die Helvetier. In Insubrien. Eine breite Schlachtaufstellung ist möglich, was natürlich uns zugute kommt. Wir haben nämlich mehr Soldaten. Burn! Ja, ich glaube, da ist die Entscheidung schon gefallen. Vor allem, weil wir jetzt hier auch noch den Flankierungsbonus haben, wie ihr seht. Ja, die müssen schon extrem geil würfeln. Der hat übrigens auch einen Flankierungsbonus, aber den kann er nur einsetzen, wenn er angreift, wie ihr seht. Den kann er nur dann einsetzen und er ist in der Verteidigung. Und deswegen kann er ihn nicht einsetzen. So. Ja, ich glaube, da sind gerade eben einige Kelten dabei, ihr Leben zu lassen. Da hilft ihnen auch der Teutates nicht mehr. Gegen die Kriegsmaschinerie Roms. Wir haben noch nicht mal die Militärreform des Marinus gemacht. Hui, so ein Patt. Man sollte Kavallerie echt nicht überschätzen. Echt nicht. Oh Mann. Aber auch bitter gewürfelt. Ja, aber unsere Legionen schlagen sich wirklich super. Das sind noch nicht mal die Elite, ne? Das sind nicht mal die Veteranen. Das sind bis jetzt nur die... Okay, das ist wieder eine Veteranentruppe. Ich hoffe, dass sie nochmal eine Stufe aufsteigen können. Aber ich meine, sie können es. Also es gibt noch... Ich habe gelesen im Tutorial, dass es auf jeden Fall auf 6 oder sogar auch noch auf 7 hochgehen kann. Aber ich kenne jetzt halt die Boni nicht, die sie dafür bauen müssen. Ja, der musste nicht mal was tun, der Typ. Ja, jetzt wirst du noch verfolgt. In deiner Haut will ich nicht stecken, ey. So, das haben wir geschafft. Die Kavallerie hat ein bisschen gelitten. Das hier wurde jetzt von uns eingenommen. Oh Gott. Geht's ja noch weiter mit den Helvetiern. Ja, ich muss den Krieg jetzt im Norden erstmal beenden. Wisst ihr, wenn ich jetzt da wieder abhaue, nehmen die da alles gleich wieder ein. Händler und Patrizier gibt Geld aus, um Metall oder Mannstärke zu erwerben. Ah, das ist ziemlich witzig. Das könnte ich jetzt machen, aber da wir gerade eben nicht genug Geld haben, können wir das nicht machen. Puh, ja, schwierig. Direkt da rein marschieren, dann direkt da rein marschieren und dann das hier da angreifen. Dann haben wir die Helvetier komplett eingenommen. Die Räter, die haben hier irgendwas eingenommen, ich weiß nicht genau was. Die Ethnizität ist hier momentan noch keltisch zu 80%, wie ihr seht, nur zu 20% italisch. Ich muss irgendetwas tun. Ihr seht, die Gebäude bringen mir gerade gar keine Boni. Oder fast gar keine Boni, weil die einfach stinksauer sind. Ich baue ihnen trotzdem jetzt hier mal eine Palisade, vielleicht freuen sie sich darüber. Hier haben wir momentan auch noch hauptsächlich keltisch. Brauchen wir einen Kräuterkundler. Damit sind sie beschäftigt. Hadus, wie gesagt, ist das Hirtenhaus fertig. Dann haben wir Bevölkerungsüberschuss, Radmacher in Picenum. Die Ethnizität hier wird langsam aber sicher italischer. Wir könnten das aber eventuell hier verbessern. Ja, hier nehmen wir auch noch mal ein bisschen klares Wasser. Baumeisterhalle wurde in Tiberus abgeschlossen. Da sind wir fast komplett italisch, wie ihr seht. Dadurch sind auch die Sachen jetzt hier schnell zu bauen. Oh, Landexpansion. Landexpansion ist eine coole Sache, denn wir können dadurch einen weiteren Gebäudeslot freischalten. Kostet uns einfach nur ein bisschen Infrastruktur, wie ihr seht. Das ist eine extrem geile Kiste. Vor allem, wenn man dann so nach und nach jetzt hier quasi an die Grenze der Gebäude kommt. Ein Wucherer machen. Der Wucherer würde viel Geld machen, aber auch Dekadenz schaffen. Freudenhaus will ich nicht. Übungsplatz will ich nicht. Räucherei.
Dritten Haus. Nee, nee, wir machen was meinst. Wir mischen mal die Vorschläge komplett durch. Das dauert eine Runde. Ölmühle wurde in Latium fertig gebaut. Oh, massive Mauern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 18 Runden ab. Schwierige Entscheidung. Wie viel gehen da rein? Wisst ihr was? Wir müssen jetzt erstmal ein Hirtenhaus bauen. Oder? Nee. Ich mache hier das Salzhaus. Und produzieren wir nochmal ein bisschen schneller Nahrung. Und ich will auch, dass diese Bevölkerung hier in Rom auch noch wächst. Sehr wichtig. Dann klares Wasser in Aternus. Aternus. Du hast bis jetzt nur einen Steinbruch und jede Menge Dinge. Du bist momentan noch... Ach, du bist 100% italisch. Ja, dann brauche ich mir auch gar keine Gedanken um dich machen. Ach so, das wurde ja erobert. Toll. Das ist ja scheiße. Das ist eher scheiße. So, wir machen jetzt wieder oben platt. Oh, wir können jetzt übrigens auch hier die Schlacht zwischen Massalien und Aquitani anschauen. Wir können es auch überspringen. Aber theoretisch könnten wir da auch zugucken, weil das unser Verbündeter ist. Dann sehen wir, was da los ist. Oh Gott, und Massalia bekommt hier richtig auf die Fresse. Das ist nicht so gut. So, die Helvetier schlagen wir hier ziemlich deutlich. Haben das jetzt hier auch eingenommen. Und marschieren danach jetzt hier auf das andere Helvetii drauf. Und dann sind die Helvetier erstmal weg. Zumindest fürs Erste. Sie werden garantiert rebellieren. Da bin ich mir einigermaßen sicher. So viel dazu. Also das ist jetzt hier eingenommen. Die bauen hier einen Kräuterkundler. Ich weiß nicht warum. Wir haben eh nichts Besseres zu tun. Wohnen auch nicht viele Leute hier, wie ihr seht, ne? 20 Runden dafür. Ich reduziere das jetzt hier erstmal. Weil die machen eh kein Wachstum in der Zeit. Aber wir machen das einfach so. Schmied wurde in Arnus gebaut. Und voll italisch, das ist gut. Ein Garumladen. Der würde uns einen Bonus von 2 Nahrung und 4 Geld geben, wenn wir noch irgendwo Salz auftreiben könnten. Kräuterkundler. Rednertribüne. Komm, machen wir da hin. Klares Wasser in Picenum. Jetzt wird es hier langsam aber sicher Zeit mal für ein Monument, würde ich sagen, für mehr Kultur hier. Ihr seht, wir machen jetzt auch immer mehr hier Vermächtnispunkte. Das liegt daran, dass wir jetzt immer mehr Dinge einnehmen, Dinge, die wir brauchen, die zu unseren Zielen gehören. Hier oben, diese Gebiete gehören auch zu unseren Zielen. Warte mal, das kann ich gerade immer einstellen. Ziele, ne? Das da müssen wir uns noch holen. Illyrien ist zu unseren Zielen. Das da gehört zu unseren Zielen und das da gehört zu unseren Zielen. Also diese Dinge müssen wir uns holen. Die bringen uns auch entsprechende Vermächtnispunkte. So, hier wurde eine Viehfarm in Umbrien fertiggestellt, aber Umbrien wird belagert. Oh, wie düster. Oh, wie düster. Na gut. Marschiert. Und hier findet jetzt der Angriff auf unsere Stadt statt. Ich kann nur hoffen, dass wir gut vorbereitet sind. Die Kampfkraft von uns ist eigentlich ihnen überlegen. Ich weiß gar nicht, warum die angreifen. Die teilen sich gerade eben so ein bisschen auf. Wir schauen uns die Schlacht an. Na, ihr seht, die haben auch keine besonders guten Einheiten. Ich habe keine Ahnung, warum die diese Dusseligkeit machen. Aber trotzdem einige unserer Truppen jetzt hier erschöpft. Wir haben halt einen General. Wir haben die Geländeverteidigung von +3. Was uns einen fetten Bonus bringt. Und in diesem Falle, ja, schlagen wir auch diese Kavallerie. In diesem Falle schlagen wir sie knapp. Hier schlagen wir die Typen auch. Oh, hier haben wir richtig Glück gehabt. Die waren nämlich schon ziemlich müde, haben es aber trotzdem geschafft, hier jetzt richtig mal gut zu würfeln. Wir können ja auch mal Glück haben. Ja, war knapp. Und
Das hier war deutlicher. Das haben wir, glaube ich, gewonnen. Ja. Wir schlagen sie erstmal aus unserem Gebiet wieder raus. Tarentum hat nämlich, glaube ich, Schwierigkeiten, mit seinen zwei kleinen Gebieten viele Truppen aufzustellen. So rein geldtechnisch haben die, glaube ich, Schwierigkeiten. Und deswegen haben die jetzt gedacht, so, sie tun das jetzt hier mal ein bisschen aufteilen. Diese Schlacht hier könnte knapper werden. Hängt jetzt ganz, ganz stark davon ab, was jetzt hier passiert. Okay, immerhin sind die wichtigen Einheiten jetzt hier nicht angeschlagen. Oh, vor denen habe ich ein bisschen Respekt. Wir haben noch zwei Unterstützungsbonus. Wir haben einen Unterstützungsbonus, also 8 gegen 7. Unentschieden. Das haben die knapp gewonnen. Oh, das ist ein deutlicher Sieg für den Feind. Auch ein Unentschieden. Das gewinnen wir knapp. Und das haben wir deutlich gewonnen. Ich glaube, das ist ein Unentschieden, ja. Das wäre jetzt auch so mein Empfinden gewesen. Das heißt, es kommt eine Folgeschlacht. Die jetzt auch sofort startet. Oh wei, aber die Kampfkraft von ihnen ist deutlich gesunken durch den Verlust. Oh, die haben die falschen Einheiten von uns jetzt hier mal getroffen. Ah, nein! Oh, wie düster! Warum musste der 2-10er würfeln? Oh, fuck. Aber dafür schlagen wir sie jetzt hier wiederum deutlich. Hier schlagen wir sie auch knapp. Boah, das war wichtig. Und das war auch wichtig. Hohoho. Gewinnen wir. Ja, das ist gewonnen. Boah, haben wir ein Mehl gerade eben. Ja, die Defensive, so eine Stadtverteidigung ist durchaus möglich, wenn man eine gute Mauer hat. Die greifen nicht nochmal an. Wir gehen raus hier aus Kampanien. Die Schlacht gucken wir uns auch an. Einfach nur aus Neugier. Oh, mitten im Wald. Ihr seht, die Flanken sind ziemlich schmal. Hochschwere. Und los geht's. Oh, die sind besser als unsere. What? Ah, weil sie einen Bonus Waldbewohner haben. Oh, shit. Das habe ich noch nie gesehen. Außerdem sind es die Geländeverteidiger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir gewinnen den Kampf trotzdem, weil wir einfach mega lucky würfeln. Entschuldigung, ich bin sehr begeistert gerade eben. Das ist unentschieden. Damit kann ich leben. An Betracht dieser Verteilung. Das dürfen wir gewinnen. Nee, gewinnen wir nicht. Boah, weil er jetzt wieder lucky gewürfelt hat und wir wirklich unterirdisch. Mindestens wo 4 und wir kriegen es nicht in mehr als eine 4 zu würfeln, wisst ihr? Okay, dafür schlachten wir diese Jungs jetzt hier dahin. Das ist knapp. Und das ist jetzt noch entscheidend. Oh, ist auch nur knapp. Ja, wie ist es ausgegangen? Unentschieden. Shit. Aber ich marschiere, glaube ich, auch einfach nur durch, ne? Ne, es kommt nochmal zu einer weiteren Schlacht. Die Schlacht ist spannender als ich gedacht, ne? Durch diese schmale Situation und weil die halt diesen Waldbewohnerbonus haben. Aber jetzt dürfte sie erledigt sein durch das erschöpft. Die Legion halt. Ihr seht übrigens, die Legion hat einen Malus in diesen Gebieten. Die sind nicht gut darin, in Wäldern zu kämpfen. Sollte man nicht unterschätzen. Das spüren wir gerade eben. Warum muss er so geil würfeln? haben wir jetzt hier leicht verloren. Das war aber auch die erschöpfte Truppe. Ihr seht, ne? In Wäldern, römische Truppen und so. Sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das heißt halt, du kommst als Römer schwer in die Wälder rein, du kommst aber auch als Barbar schwer aus den Wäldern raus. So, dieses Mal haben wir aber gewonnen. Huiuiuiui, das hätte aber auch anders ausgehen können. So, jetzt haben wir das alles eingenommen. Frage bloß, was wir daraus machen. Wir marschieren jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ins etruskische Land. Und dann müssen wir demnächst mal nach Süden. Wir sehen, dass wir auch hier oben deutlich größere Schwierigkeiten haben mit dem Marschieren, denn wir haben hier keine Straßen. Der Frieden zwischen Rom und Boy ist abgelaufen. Okay, ich hoffe einfach, dass das jetzt hier bei einem Frieden bleibt. Wollen wir kooperieren? Ne, wollen die nicht. Wollen nicht kooperieren, aber ist mir auch egal. Unsere Soldaten verhungern. Ah, scheiße. Ja, da sollten wir definitiv nicht bleiben, meine Damen und Herren. Halt.
Und der Scheiß. Bleibt da drin? Ach, die werden jetzt hier ausgehungert. Bürgerschafts- und Staatsreformen kann ich jetzt machen. Konvertiere Ethnizitäten und verringere Dekadenz. Das klingt doch schon mal gut. Bürgerschafts- und Staatsreformen. Die Bürgerschaft wurde oft vererbt und nur wenige Gesetze oder Verordnungen gestatten ihren Erwerb, obwohl Nationen wie Rom manchmal hunderttausende Männer und Frauen zu Bürgern machen mussten, um große Probleme und Unruhen zu unterbinden. Freie und wohlhabende Ausländer wurden oft gern gesehen und respektiert, obwohl sie keine Bürger waren. Gewähre Ausländern Bürgerschaft unbedeutend? Wohlhabendere Ausländer können nun unter bestimmten Bedingungen Bürger werden. In einer Hauptstadtregion, in allen Regionen der Hauptstadtprovinz, kann ein Bürger, der nicht deiner Hauptethnizität angehört, zu dieser übertreten. 10% Chance pro Regierungs- und Handelsgebäudestufe in jeder Region. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass es klappt. Hier wäre Ausländern die Bürgerschaft bedeutend. Viele Ausländer, bla bla bla. Jeder Bürger deiner Nation, der nicht deiner Hauptidentität angehört, kann dieser in einer Chance von 25% beitreten. Jede Region mit mindestens einem derartigen Konvertierung erhält 20 Runden lang minus 10 Loyalität und minus 20% Mannstärke. Das will ich jetzt echt nicht. Reformiere die Bürgerrechte. Eine Reihe von Reformen und Gesetzen, die die Rechte der Pflichten der Bürger leicht verändern, wurde verkündet. Die Regierung will mit dieser Entscheidung Effizienz und Stabilität fördern. Das Regierungsalter wird um ein Drittel verringert. Oh, das ist wichtig. Verringert also die Dekadenz. Die Veränderung könnte einen Teil der bürgerlichen Gesellschaft stören und verärgern. Es könnte Problemen folgen. Es steht eine Chance von 50% eine Fortschrittsmarke zu verlieren, es sei denn, der ein Herrscher ist mindestens ein guter Verwalter. Ich glaube, unser Fall ist keine gute Verwalter, aber wir haben auch keine Fortschrittsmarke. Reformiere den Staat und die Regierung. Eine umfassende Reform durch einen führenden Adligen oder Senator oder möglicherweise durch das Oberhaupt des Staates selbst. Die Veränderungen betreffen viele Ebenen der Gesellschaft und viele Bürger sehen den Ablauf ihres Alltags davon betroffen. Abhängig vom Verwaltungsscharfsinn des Herrschers, von miserabel bis überlegen, können Fortschrittsmarken und Dekadenz erhalten oder entfernt werden. Zudem erhält jede Region einen negativen oder positiven Modifikator für Handel und Kultur, da die Leben vieler Bürger von den Veränderungen betroffen sind. Jetzt muss ich eine Sache erstmal prüfen. Wie scheiße ist eigentlich unser Herrscher? Er ist ein mangelhafter Militarist und ein schlechter Diplomat. Warum sind die immer noch... Als ich das erste Mal gespielt habe, haben die regelmäßig gewechselt. Und jetzt haben wir seit Ewigkeiten... Ich schiebe diese Entscheidung noch mal ein bisschen auf, Leute. Ich schiebe die noch mal ein bisschen auf. Sklavenmarkt, da können wir noch mal verteilen mal die Sklaven neu. Das ist auch ein bisschen Geld, wie ihr seht. Ja, das habe ich ja gerade eben gemacht. So, ich möchte jetzt hier einen Ausfall machen. Angriff. Angriff. Das ist ziemlich komisch, dass sie nur aus diesen Dingen rauslaufen können. So, die sollen jetzt da rausmarschieren. Ich hoffe, die tun das auch. Wir verhungern gerade eben meine Männer, weil es nicht sehr gut ist. Und das hier wollen wir jetzt angreifen. Ja, das war nicht gut. Hier oben gibt es kaum Vorräte. Dadurch wurden wir geschwächt. Das sind die Nahrungsmittelvorräte. Die brauchen unsere Truppen. Und das hat die halt geschwächt. Das Gebiet hier hat Nahrungsmittelvorräte. Die anderen nicht. So. Was sind das hier für Flotten? Etruskische... Sag mal, wollen die mich verarschen? Etrusker haben Flotten? Das ist ja witzig. Ganz im Ernst, ich glaube, das verlieren die. Die haben zwar auch Männer verloren, aber das war eindeutig. Und auch das verlieren die. Oh, was? Wir haben... Scheiße, wir haben den Kampf verloren. Aber richtig düster. Oh, jetzt haben die uns das weggenommen, die Schweine. Ja, wir marschieren schon wieder nach Süden.
Wir arbeiten daran, dass ihr das Tarentum nicht früher gekommen ist, ist unser Glück. Muss man an dieser Stelle einfach mal so sagen. Ich sag jetzt auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Um Tarentum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Ja, unsere Soldaten verhungern, das habe ich schon mitbekommen. Wir arbeiten aber daran, dass sich das ändert. Dave ist gerade leider nicht da, Mann. So nach dem Motto, Entschuldigung. So, die sind jetzt hier momentan da. Nahrungsmittelvorräte sind auf jeden Fall da. Werden wir auch noch belagern. Wer ist denn das? Italische Unabhängige. Wollt ihr mich trollen? Gehen das mal da rein. Warum kommt jetzt das hier? Ich will doch danach einfach hier weiter. So, also das hier, wir greifen jetzt dahin und dann halt. Da. So. Okay, sie gehen eh da durch. Passt schon. So, wir kümmern uns dann nächstes Mal um all den ganzen anderen Klabberadatsch. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Adi.